Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Zum 75. Mal treffen der Hallesche FC und der Chemnitzer FC aufeinander. Und zum ersten Mal ist Terence Boyd dabei, noch auf der Bank an der Seite von Toni Lindenahn. Für David Bergner, Coach des CFC, geht es darum, vielleicht den ersten Saisonsieg einzufahren. Bislang haben ja die Chemnitzer erst einen Punkt eingesammelt. Rein ins Spiel, in den roten Trikots der FC. Früh, nach 6 Minuten, erstmalig gefährlich und direkt erfolgreich. Jonas Niedfeld mit der frühen Führung, sehr zur Freude von Thorsten Ziegner, aber zur Hälfte geht dieses Tor auf Bentley Baxter Barnes Konto, der Niedfeld prima einsetzt. Für Niedfeld ist es Saisontreffer Nummer 1. Und der HFC, er macht weiter Druck. Landgraf, der Außenverteidiger, setzt diesen Schlenzer an die Latte. Jakubow im Chemnitzer Tor wäre machtlos gewesen. Halle, das deutlich bessere Team. Chemnitz kommt kaum raus aus der eigenen Hälfte. Und wenn Halle den Ball hat, dann wird es schnell und schnörkellos. Im Zentrum Guttau, den muss er machen. Er ist 19 Jahre jung, aber trotzdem weiß er auch, dass er so frei in der dritten Liga nur sehr selten zum Abschluss kommt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann die Schrecksekunde für den HFC. Tobias Schilk verletzte sich bei einem eigenen Foulspiel, musste ins Krankenhaus, gute Besserung. Er hat sich wohl an der Hüfte verletzt und im zweiten Durchgang kommt es auch sportlich dick für den HFC. Der Ausgleich durch Matti Langer aus dem Spiel heraus, da geht nicht viel, aber nach dieser Standardsituation, da sind sie hellwach und da Eisele allerdings unterläuft diese Ecke auch. Plötzlich ist das Spiel total offen. Aber Thorsten Ziegner hat ja noch jemanden. Terence Boyd kommt hinein in die Partie und direkt nimmt der HFC wieder Schwung auf mit Jonas Niedfeld. Und da haben wir direkt mal Boyd. Der macht den Ball gut fest und findet Bentley Baxter-Bahn. Nach 62 Minuten können die HFC-Fans wieder feiern. Auch weil ihr neuer Mann Bentley Baxter-Bahn perfekt einsetzt und weil Reddemann noch ganz unglücklich abfällt. Jakubow ohne Chance, diesen Ball zu parieren. Kann sich Chemnitz nochmal erholen? Sie versuchen es und offerieren natürlich Räume. Diese nutzt der HFC. 2 Minuten vor dem Ende durch Patrick Göbel. Das 3:1, der Endstand in dieser Partie, ein verdienter Erfolg für den Halleschen FC gegen Chemnitz. Top englische Woche. Heute die Krönung, sensationelles Spiel von der Mannschaft. So habe ich es zumindest auf dem Platz gefühlt, dass es ja dominant war, ballsicher, viele Chancen rausgespielt und von daher hochverdient gewonnen und ein super Abschluss für die Woche. War cool, das mitzuerleben, wie dann einfach die Mannschaft so einen enormen einfach Glauben hat und das Ding dann auch mal gedreht haben. Und ja, finde ich, also es ist eine super Heimkulisse. Ich bin sehr positiv überrascht und so habe ich es mir auch ein bisschen vorgestellt, die Fans zu Hause. Und das hat also richtig Bock gemacht. In Halle läuft es richtig rund. Das war eine starke Vorstellung der Saalestädter. Aber in Chemnitz, da stockt der Motor. Und die Aufarbeitung, die fand noch im Stadion zwischen Fans und Mannschaft statt.